Es ist endlich soweit. Wir befinden uns im allerletzten Level von Tomb Raider 2, dem Hort des Drachen. Und damit heiße ich euch herzlich willkommen zurück zu Let's Play Tomb Raider 2, meine Freunde und Freundinnen anonyme Unterhaltung. Ich werde gleich das Level spielen, doch zuvor, weil ich hier die Möglichkeit habe, werde ich euch zeigen, dass der Bug mit dem viermal auf eine Statue schießen, um sie zu töten, in der PC-Version nicht funktioniert. Im Gegenteil, das Spiel stürzt sogar ab, wie ich vorhin bemerken musste. Wir werden jetzt viermal hier drauf schießen. Eins, zwei, drei und Crash. Ja, ist kein Scherz. Das Teil stürzt wirklich ab. Ja. Deshalb, ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder in-game. So, dann wollen wir mal mit dem Level loslegen, eigentlich, ja. Aha. Das hat gerade tatsächlich größere technische Probleme bereitet, als ich dachte. Irgendwie Capture Card hat nicht mehr funktioniert und alles Mögliche ist abgeschmiert. Ich muss den PC jetzt neu starten, aber gut, da sind wir wieder. Durch das Betreten des Raumes haben wir diesen Gegner hier aktiviert. Ich töte ihn mit den Automatics, denn Pistolen sind zwar möglich, aber das würde ein wenig lange dauern. Jetzt würde man denken, aha, hier Hebel aktivieren. Nein, tut das nicht. Ich wollte einen Rückwärtssprung machen. Tut das nicht, denn der eigentlich richtige Hebel ist versteckt hier hinten. Das heißt, einmal zurück und hierhin. Damit haben wir jetzt diesen Gegner aktiviert und auf der genau anderen Seite noch einen Gegner. Dort wurde gleichzeitig eine Türe geöffnet. So, den ersten hätten wir down von den beiden. Ich nutze hier gerade diese Grube, falls ich das noch nicht erwähnt habe. Das sollte ich dazu sagen. Und beide wären down. Ja, durch diese Türe hier müssen wir. Und sobald wir einen Schritt hier reinsetzen. Hat das schon gereicht? Ich denke nicht. Sobald wir einen Schritt hier reinsetzen, spawnen wir diesen Gegner. Und sogar noch einen. Es sind zwei, die wir dadurch spawnen. Sie stehen gerade sehr günstig. Man kann sehen, wo sie sind. Das macht das Ganze ein wenig leichter. Ja, den kann man halt ausweichen. Oh, Doppelpickup. Nice. Den kann man halt ausweichen, indem man so vor- und zurückspringt hier. Hiermit triggern wir jetzt. Na, hiermit triggern wir jetzt diesen Gegner. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich das schon erwähnt habe, dass ich das Level ein bisschen geübt habe im Vorfeld. Die Sache ist, dass ich das Level hier auch gerade nicht zum ersten Mal aufnehme, weil dann wurde auf einmal, meinte Java, hey, du musst mich updaten, und wurde unten rechts eingeblendet. Läuft gerade alles nicht ganz optimal, aber ist egal. So, die haben auch Uzi-Munition fallen lassen, und dann kommen wir jetzt zu den letzten beiden Gegnern. Den kann man ganz gechillt ausweichen, einmal hier zur Seite springen. Ah ja, dann hatte ich auch noch einen Run, wo ich ganz viel Schaden genommen habe. Den wollte ich natürlich auch nicht weiterspielen, das ist ja Blödsinn. Mein Ziel ist es, für dieses Level es ohne Medipack zu beenden. So, apropos Medipack, da heben wir ein kleines von auf. Und dieser Typ hier hat eine mystische Plakette für uns. Habe ich jetzt eigentlich schon erwähnt, dass ich das Spiel genauso laut aufnehme wie mich selbst heute, damit es epischer wirkt? Das habe ich in Tomb Raider 1 schon gemacht. Das wollte ich mir beibehalten. Wir haben 1495 Munition. Damit dürfte ich mehr Munition haben als in meinem ersten Playthrough an der Stelle. Und für den letzten Boss nutzen wir die Uzis. Wir haben 6560 Schuss dafür. Ich wollte euch aber vorher mal noch diesen Raum zeigen. Da geht es einmal hier entlang. Einmal auf der anderen Seite entlang. Die Uzis machen so... Anders als in Tomb Raider 1, wo sie eher so pat gemacht haben. Okay, das ist der Raum. Er ist T-förmig. Und wisst ihr, was mich ein bisschen aufregt? Wenn man hier in der Mitte runterrutscht, ja, dann kommt man nicht mittig im Raum an. Passt mal auf, ich laufe hier und das ist nicht die Mitte des Raumes, der Eingang. Das ist schon ein bisschen dumm irgendwie. Und dort liegt der Marco Bartoli. Was geschieht?
Oh mein Gott, er verwandelt sich in den Drachen und das ist der Endboss. Mädel, Leute, wir kämpfen gegen den Drachen und werden von ihm zerstampft. Ja, das ist wunderbar. Okay, wir versuchen es ein weiteres Mal. Da vorne liegt wieder Marco und... Naja, es ist... Nein, es war nicht die Mitte. Ich bin ja ganz rechts abgesprungen. Es ist wirklich nervig, dass der Eingang nicht die Mitte ist. Und werden wir weggehauen. Aber das macht nichts. Wir müssen einfach an ihm vorbeirennen. Hier an der Seite und bam! Und zur Seite springen. Und immer schön rechts halten, rechts rum. Das werdet ihr gleich sehen, warum ich das so tue. Das hat alles seinen Grund. Und ein Seitwärtssprung noch. Komm schon. Und da ist er down. Jetzt müssen wir nur noch schauen, dass wir hier hinkommen. Und ziehen. Ziehen, Lara. Zieh den Dolch aus dem Drachen und wir haben's. Oh yeah, der Drache ist down. Oh oh. Doch jetzt kollabiert das Gebäude. Ja, das ist nicht so gut, aber es gibt noch etwas zu holen in diesem Gebäude. Wenn auch keine Secrets. Hier unten liegt haufenweise Uzi-Munition. Und die werde ich selbstverständlich noch aufsammeln. Denn wir haben schon so viel Uzi-Munition gesammelt. Das bisschen werden wir uns auch noch holen. Und dann werdet ihr sehen, warum dieses Let's Play ein ganz besonderes Let's Play sein muss. Da habe ich endlich... Dann kann ich euch zeigen, warum die ganze Sparerei... Warum ich quasi nur Pistolen benutzt habe und bis auf den Endboss jetzt nicht die Uzis und auch nie die Schrotflinte tatsächlich, aber ja, das seht ihr dann alles gleich, denn ja, ich habe noch was übersehen, das hole ich gleich, keine Angst. Das heißt, ich habe es nicht übersehen, ich habe noch was unten liegen lassen. Lara, was genau tust du? Du sollst nicht in der Wand buggen, das wäre jetzt ein ganz schlechter Zeitpunkt. Immer gerne, aber nicht jetzt. Okay, dann tauchen wir mal da oben auf und dann zeige ich euch unser Inventar, was wir uns erspielt haben. 44 kleine Medipacks, 42 große Medipacks. Wir könnten uns, lass mich überlegen, 64 mal komplett durchheilen. 96 Fackeln, ich glaube, man könnte sogar auf 100 kommen, weil ich habe ja ein paar benutzt tatsächlich. 72 Harpunenschuss, 102 Granatwerfer-Munition, mehr als 100. 1309 M16-Munition und über 7000 Uzi-Schuss. Das habe ich in noch keinem Let's Play nirgends gesehen, dass man legitim in diesem Spiel über 7000 Uzi-Schuss bekommen kann. 1505 Automatik-Munition, 98 Schrotflinten-Munition. Übrigens, ich hoffe, wir haben nirgends eine Packung übersehen, weil sonst hätten wir hier auch noch 100 stehen haben können, tut und tun. Ja, aber trotzdem. Ich glaube, recht viel besser. Klar geht es, aber... Viel besser? Ich weiß ja nicht. In meinem ersten Playthrough hatte ich von allem weniger. Ich kann euch ja mal... ich schreibe in die Beschreibung, was, wie viel ich am Ende meines letzten Playthroughs von was hatte. Der Hort des Drachen. Benötigte Zeit 6 Minuten 31. 10 besiegte Gegner. Gut getroffen. Kein benötigtes Medipack. Noch nicht mal einen Kilometer gelaufen. Ich glaube, das ist das erste Level, wo ich länger gebraucht habe in meinem alten Playthrough als in meinem jetzigen. Aber ganz ehrlich, ich habe jetzt nicht abgespeichert. Sonst hätte ich die Zeit abgespeichert, wo ich euch das Inventar gezeigt hätte. Oder die hätte ich nicht abgespeichert, so rum. Aber das Spiel ist noch nicht vorbei. Thank you.
Ja, nachdem wir die chinesische Mauer in die Luft gejagt haben, bewundern wir erstmal den Dolch, hä? Was war da? Oh. Oh. Batolis Leute. Okay, Leute. Wir haben einen Waffenschrankschlüssel. Den haben wir nicht umsonst. Hier ist ein Schlüsselloch. Das sieht man auch normalerweise, wenn man in Laras Haus ist. In Laras Zuhause halt. Da gibt es ein extra Level. Aber man kommt nicht in diese Türe. Das hat einen Grund, denn würde man hier reinkommen, wäre man schwerst bewaffnet. Hier findet sich die Schrotflinte. Die Schrotflinte macht auch in diesem Spiel wieder so. Dieses Level will ich nicht unbedingt ohne Medipack schaffen. Mir reicht es vollkommen, wenn ich es mit nur einem schaffe. So, den haben wir tot gemacht. Ist das irgendeine Art Euphemismus eigentlich? Tot machen? Nee, ne? Das klingt aber irgendwie so komisch. So, dann das große Medipack hier noch aufheben. Das kleine Medipack hier noch. Und die restliche Schrotflintenmunition. Wir werden hier überschüttet. Wir sammeln hier einfach mal mit einem Schlag 18 Munition auf. Warum auch nicht? Hier nochmal 20. Nimm. Iss mein Kind, damit du groß und stark wirst. Leckere Schrotflintenmunition. Hier nochmal 9. 18, also 9 einzelne. Und dort hätten wir einen Gegner. Ich wusste jetzt, dass er kommt. Der lässt uns auch nochmal Schrotflintenmunition fallen. Und dann noch einer. Hier kommen jetzt etliche Gegner. Das Level ist ein Massaker. Die meisten lassen tatsächlich gar nichts fallen. Ich glaube, einer lässt noch ein Medipack fallen, aber ansonsten war es das. Na? Es ist ruhig, zu ruhig. Abgesehen davon, dass der Alarm in einer Tour bimmelt. Ah, ich höre, mein PC lädt etwas von der CD. Das ist mein Hundi! Der ein jähes Ende in Laras Zuhause finden sollte. Wie auch sämtliche andere Leute, die eventuell noch spawnen müssen. Komm schon. Ich weiß nicht, ob dieses Level eher so fun ist, weil, okay, wir nehmen ein kleines Medipack. Ich habe keine Lust, jetzt hier noch drauf zu gehen. Alles außer das, ja. Bam, du noch und tot bist du und auf alles schießen, was sich bewegt. Komm schon, Hundi. Ach du meine Güte. Okay, wir nehmen noch. Nein, ich habe kein kleines mehr. Verdammt. Ich hoffe, das wird mir jetzt nicht zum Verhängnis. Oh Gott. Ich will. Nein, ich will. Ich will kein großes nehmen, aber ich sterbe jetzt. So, da bin ich wieder. Das Gemetzel vor Laras Haus geht weiter. Ein kleines Medipack habe ich schon genommen. Ich hoffe. Ah, okay, gut. Da haben wir unser zweites kleine Medipack. Das heißt, einmal kann ich mich noch heilen quasi, weil ich, wie gesagt, maximal ein Medipack wollte ich hier nehmen. Das war dumm. Das war absolut vermeidbar, dieser Schaden. Gut, dann will ich jetzt noch schnell, bevor dann der finale Boss hier kommt, ein Pickup holen. Das ist noch nicht der finale Boss. Ich will noch ein einziges Pickup holen, das optional ist. Und zwar liegt hier hinten ein großes Medipack. Nee, hier liegt eine Schrotflintenmunition. Ja, ich bin ein bisschen aufgeregt. Es ist absoluter Vorführeffekt, was hier gerade passiert. Ich bin. Okay. Keine Frage, ich nehme einfach noch eins. Ich bin so oft jetzt gestorben an Dingen, wo ich eigentlich nie gestorben bin. Oder, keine Ahnung. Wie gesagt, ich habe es halt schon getestet hier. Und da ist eigentlich nie was passiert. Und ich habe das gut geschafft, aber absoluter Vorführeffekt gerade. Wie ich halt einfach mal gar nichts mehr auf die Reihe kriege. So. Wo haben wir den letzten Gegner? Ich glaube, man spawnt ihn, wenn man hier durchgeht. Wir haben diesen Gegner schon mal gesehen. Und zwar in Folge
11, soweit ich weiß. Ja, ihr könnt jetzt natürlich zurück zu Folge 11 gehen und schauen, was da für ein besonderer Gegner am Ende war, aber ihr könnt hier auch 3 Minuten warten oder so. Wo ist denn der jetzt? Vielleicht müssen wir noch ein paar normale Gegner aktivieren, bevor er dann kommt. Leute, ich will mich hier eigentlich nicht nochmal wegbewegen oder irgendwie groß Schaden nehmen, ja? Aber ich befürchte, ich muss das tun, worauf ich gerade echt keinen Bock habe. Nämlich einmal ums Haus laufen. Denn dann soll man ihn mit Sicherheit spawnen, soweit ich weiß. Gut, dann tun wir das mal. Ich sehe übrigens fast gar nichts. Ja, also ich weiß nicht, wie es gerade in der Aufnahme ist. Da ist jemand, das ist aber auch noch nicht der finale Gegner. Aber das könnte der letzte Vorbote gewesen sein. Es kann sein, dass wir ihn jetzt gegenübertreten. Ja, da ist er. Das ist der finale Boss von Tomb Raider 2. Der mit den 2 Schrotflinten. Komm schon, ich krieg dich. Bam, und nimm das. Nimm dies, friss blaue Bohnen, mein Junge. Oh yeah, wir haben es geschafft. Bist du noch da? Hey Lara, das war nicht nett. Oh. Raues Ende, aber so kennen wir sie. Hier seht ihr die Credits. Wunderbar, es ist vollbracht. Tomb Raider 2 beendet. Wir hören die Musik aus Tibet, ein wunderschöner Theme. Die Entwickler haben das scheinbar schon während der Entwicklung bemerkt, dass er sehr beliebt werden wird und haben sich gedacht, okay, komm, den packen wir in die Credits. Das Ende von Tomb Raider 2, Leute. Ich weiß schon grob, wie die Endstatistik ausschaut, die wir gleich bekommen. Und sie ist logischerweise auch besser als bei meinem ersten Playthrough. Ich habe für jedes Level weniger Zeit gebraucht als in meinem ersten Playthrough. Ich habe weniger Schüsse gebraucht, glaube ich. Ich glaube, viel weniger Medipacks. Das kann ich jetzt auch mal auflösen. Ich wollte nämlich immer weniger Medipacks haben als in meinem ersten Playthrough. Deswegen habe ich auch so random manchmal gar keins haben wollen. Und dann vielleicht doch mal ein halbes. Und ja, jedes Level mit weniger Medipacks als vorher geschafft. Und hier kommen sie. Komm. Spielstatistik. Bam. 9 Stunden 25, 52. Gefundene Geheimnisse 48 von 48. 433 besiegte Gegner. Da weiß ich gar nicht, ob ich im ersten Playthrough mehr oder weniger hatte von. Könnten sogar weniger gewesen sein, weiß ich gar nicht. Benötigte Munition 14.611. Treffer davon waren 11.857. Benötigte Medipacks 7.0, Leute. Damit haben wir, ich glaube, die zweitbeste Statistik auf YouTube Deutschland, die alle Geheimnisse gefunden hat. Es gibt noch einen Let's Player, der es geschafft hat, alle Geheimnisse zu finden, ohne ein Medipack zu benötigen in YouTube Deutschland. Das war Tails Gaming. Ansonsten, das hier müsste die zweitbeste Statistik sein. Zurückgelegte Distanz 57,69 Kilometer. Übrigens zur Länge des Let's Plays, das dürfte weit länger sein als 9,5 Stunden. Nächste Folge geht's dann weiter mit Laras Zuhause und einem spoilerfreien Fazit, wie immer. Da die Musik hier zu Ende ist, würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns nächste Folge wieder. Bis dahin, tschüss Leute, haut rein, euer Anonymous, ich wünsche euch noch eine schöne Nacht.